So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Enshrouded. Letztes Mal hatten wir repariert, wir kommen hier leider nicht weg. Aber wir können jetzt gucken, dass wir hier irgendwie, ja, weiterkommen. Ich weiß langsam nicht mehr wohin, wenn ich ehrlich bin. So. Da hinten ist auch noch eine Tür. Das Problem ist ja auch hier, dass halt nichts angezeigt wird, wo man am besten hinläuft oder so, oder wo man am besten hin muss. Da. Super. Nein, ich glaube irgendwie. Oh, Scheiße, wir haben hier irgendwie. So. Gut. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt so. Okay, hier kommen wir anscheinend auch durch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier durch müssen. Ach so. Öffnen? Ah, jetzt. Müssen wir hier durch oder doch durchs andere? Oh meine Fresse, das geht ja noch tiefer hier rein oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal andere Seite, bevor ich irgendwas falsch mache wieder. Da geht's ja noch tiefer. Okay, wir sind jetzt irgendwie, fangen wir gerade so die dritte Stunde an oder so. Das heißt, obwohl ich glaube, so wie das aussieht, geht's da drüben auch nur darunter. Das würde dann bedeuten, dass es wahrscheinlich ein Kreisweg ist oder so. Aber man weiß ja nie. Wir gucken jetzt erstmal. So. Ne, hier ist wieder was ganz anderes. Okay, dann nehmen. Das ist irgendein Schild. Oh, Scheiße. Weißt du was, wir machen das hier mal zerlegen, ja. Dann öffnen wir das Ding, nehmen das, machen mal B und rüsten das mal aus. Oh, ich weiß nicht, ob das besser ist, aber wir können es einfach mal gucken. Oh, warte, das könnte man doch eigentlich so schon schwer, wahrscheinlich, ne? Stufe 14 und Block 11. Stufe 15, Block 6, 11, 6, ich weiß nicht. Werden wir dann sehen. Gut, die Seite hier war wieder für ein Poppes, obwohl wir gucken mal, bevor wir hier wieder irgendwo einen Haken oder sowas übersehen, den wir vielleicht hätten nutzen müssen. Oh Gott, okay. Wir müssen auf jeden Fall da drüben runter. Es läuft. So, dann machen wir jetzt mal kurz. Ich sehe nämlich gerade, hier ist schon wieder abgelaufen. So, und dann das. Ja. Also diese Dungeons hier oder was auch immer das sind. Ich denke mal, es sind Dungeons, aber die brauchen echt ewig, ne? Oh, nein! Ich wollte mich jetzt nicht selber einschließen. Ich habe gedacht, da wäre was zu looten gewesen. So.
Ja, dann müssen wir wohl irgendwie... Scheiße, ey, wohl hier runter, wa? Uah. Hä? Ah, Moment, wir dürfen nicht in diese Dinger da gehen anscheinend. Wir sind gleich tot. Nein, falsch. Wir sind tot. Scheiße. Mann. Okay, das war jetzt nicht so clever. Wir reparieren erstmal wieder alles. Ja, ich sehe es schon kommen. Das hat sich gleich erledigt und wir können gleich gar nichts mehr machen. Oh Mann, ist das ein Scheiß. Ey, ganz ehrlich, das ist... Wenn ihr in die Dinger geht, nehmt Verbände mit, nehmt Alttränke mit, nehmt alles mit, so viel wie ihr könnt. Weil wie ihr seht, das ist hier echt der Hammer. Das ist... Oh, ja. Ich hoffe, dass wir jetzt da unten irgendwo lebend ankommen, ne? Alter, echt jetzt? Nee, das, ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Wie soll ich denn da gleich... Ja, es ist zwar schön, dass wir hier... Schon wieder tot. Das ist schon mal wieder ein Nachteil. Oh, ey. Wie soll ich denn jetzt bitteschön? Das sollen mir die Entwickler mal bitte erklären. Wie ich da an mein Zeug kommen soll, bitteschön. Da. Es läuft. Nur nicht so, wie es sollte. Ach, das ist echt blöd. Was soll denn der Blödsinn? Also, man kommt da definitiv nicht dran. Wie gerade gesehen. Ich könnte natürlich jetzt gucken, ob wir da stehen bleiben können an dem Ding. Ob wir da überhaupt runter sollen, ist vielleicht auch die nächste Frage. Vielleicht hätten wir hier oben bleiben müssen. Aber es sieht nicht so aus, ne? Ja, dann jetzt da runter. So. Wunderbar. Okay, irgendwie. Ah, super. So, ich hätte gerne den Verband. Wir fallen wahrscheinlich gleich schon wieder. Das ist doch... Ach, das ist blöd. Ja, ach, das ist doch... Ach, nö. Mann. Alter. Gut. Erstmal da unten. Das ist... Ich krieg hier gleich echt die Krise. Oh Gott, ey. Also erstmal da runter. Dann warten wir, bis wir komplett voller Ausdauer sind und gehen dann am besten da hoch, halt.
Oh Gott, ey. Es wird wieder voll. Scheiße. Oh Mann, ey. Tod 711,90. Nicht mein Tag. Und ich hoffe, dass das Zeug jetzt unten steht und nicht irgendwo hier wieder auf halbem Wege. Hm, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Wow. Ja. Oh, ernsthaft jetzt. So, wir warten jetzt. Och nein, und schon wieder tot, oder was? Da stimmt doch jetzt gerade irgendwas nicht. Mysteriöses Fläschchen, ich habe keine Ahnung. Wasserhammer. Leichhammer auch. Ja, ich lasse Sachen fallen, wenn ich sterbe. Ich weiß gerade nur noch nicht. Was ist denn das für ein dummer Shit hier? Ernsthaft? Ich habe gerade echt keine Ahnung, was das ist. Kommen wir da jetzt nicht hoch, weil wegen ist nicht oder was? Oder... Irgendwas stimmt da nicht. So, wir machen das anders. Wir fliegen jetzt. Nein, wir fahren noch mal kurz darunter. Und dann, ja, müssen wir gucken, wa? Müssen wir einfach gucken, wie wir da jetzt hier zurechtkommen. So, das ist halt mein Problem gerade. Wir haben das. Wir haben das. Jetzt gerade echt mal gucken. Warum kommen wir dieses blöde Ding da nicht hoch, ey? Der Falter. So, ich muss jetzt gerade mal gucken, weil irgendwie... Es sieht doch gar nicht so aus, als wenn wir da hochkommen sollen, sollten, irgendwie. Aber wir kommen da auch nicht rüber, hä?
Doch, da kommen wir jetzt rüber. Okay. Also nicht darüber, aber wir kommen jetzt hier weiter. Das ist schon mal. Ich habe keine Ahnung, wohin, wenn ich ehrlich bin. Hm. Wo sind die Kackdinger da? Die kann man doch kaputt machen. Wo sind sie? Da. Löschen. Ich habe keine Ahnung, ob da lang oder da lang. Da lang geht es auf jeden Fall auch runter. Versuch's mal hier lang. In der Hoffnung, irgendwann noch wieder hochzukommen. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Okay, wir sind hier falsch. Oder was heißt nicht falsch, aber wir hätten ja abkürzen können. Hätten wir aufgepasst beim Runterrutschen, was ich nicht getan habe. Dann hätten wir uns das Schwere erspart. Jetzt müssen wir da weiter runter. Ach, das ist doch zum Kotzen. Ich hasse das. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich hoffe nicht, wir müssen schon wieder gegen tausende Viecher kämpfen oder so. Das wäre scheiße. Wobei, da kommen schon wieder die ersten Knochenviecher. Ich hasse es. So, können wir denn jetzt endlich mal irgendwann am Ende angekommen sein? Das wäre sehr lieb von euch. Numero uno. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier? Jetzt sind wir so gut wie tot. Nein, wir sind nicht so gut wie tot. Wir sind tot. Ach, das ist doch zum Kotzen, nicht? Jetzt sag mir nicht, ich muss den ganzen Weg... Nein! Scheiße! Okay, das wird ulkig, doch.
Ich kann es nicht anders sagen. Das wird jetzt ulkig. Aber sowas von. Ich habe nur noch einen Verband. Ja. Ausdauerpunkte. Benutzen. Alter, das wird jetzt echt gleich heftig. Weil da kommen jetzt gerade tausende von Viechern raus und ich habe nichts mehr zum Heilen, aber auch wirklich gar nichts mehr. Ansonsten müssten wir gleich hier wirklich alles kaputt klopfen. In der Hoffnung, irgendwo noch was zu finden oder so, aber... Das wird lustig, doch... So, mal gucken, ob ich das Teil jetzt gleich da irgendwo erwische. Müsste ja gleich, haha, genau, nicht genug Ausdauer. Das läuft, ja. Ist das ein Scheiß oder was? Es kann echt nicht sein, so B. Oh, ich habe langsam echt keine Ahnung mehr. Benutzen. Dann nutzen wir den. Das ist echt der Hammer, ey. So, kurz Pause. Aber das Problem ist, wenn er ja schon durchrutschen da, ne? Nicht wirklich irgendwas an Ausdauer mehr hat. Wie willst du dann bitte schön den Haken da benutzen? So, das wird jetzt ein Dauersterben oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das hier soll. Es wird anscheinend auf jeden Fall jetzt kacke. Kann ich halt sagen, wie es ist. Ich werfe jetzt gleich erstmal 5 von den... Keine Ahnung. Pfeilen da. 1, 2, 3, 4. Das wäre das jetzt auch nicht möglich gewesen irgendwie. Das ist doch echt ungeheuerlich hier. Mann. Das Wasser. So. Ich hoffe jetzt einfach, dass hier nicht so ein blödes Teil ist, was die immer wieder neu macht oder so. Das wäre nämlich auch blöd.
So. Och nee, da ist schon wieder so ein Teil. Sag mal, ist... echt jetzt? So, voll ulkig, ja. Ich weiß nicht, was machen wir jetzt? Sterben von einem Punkt zum anderen? Wir brauchen Heiltränke, das bringt mich alles nicht weiter hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir werden sowas von sterben. Wir werden sowas von sterben. Ich glaube, ich möchte dann doch lieber wieder das Ding hier ausrüsten. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, das Teil hier nimmt gar kein Ende mehr. So. So. Ach du heilige Scheiße. Ja, super. Ich will das nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, es kommt irgendwie eine Tür nach der anderen, aber nichts weiter mehr. Ob das jetzt endlich das Seelengedönse ist? Nein. Ja, was nutzen wir denn da? Benutzen. Öffnen. Ach Quatsch, B. Ist da einfach mal löschen. Das bringt mich jetzt sonst nicht weiter. So, jetzt haben wir auch noch einen Kriegerhandschuh. Sehr schön. Rote Marmorfragmente. Aber wieder komplett falscher Weg. Ja, was heißt falscher Weg? Noch nicht mal. Der Weg ist ja irgendwie anscheinend richtig, aber immer noch nicht das Ding, wo wir hin wollten. Das ist der Mist. So, warte, lass mich gucken. Darüber. Ah, toll. Hier rüber. So. Dann. Darüber. Darüber. Oh, ja, ja, kommt ihr mal, macht ihr mal. So, dann, ja, meinen letzten Verband. Und dann geht's jetzt nur noch ans Sterben. Weil irgendwie anders kommen wir hier nie mehr weiter. Alter Falter, ey, ich möchte doch nur dieses blöde Questgedöns hier erledigen. Warum ist das so schwer gerade? Ach du heilige Kacke, ja, super, genau.
hervorragend ist das. Das ist einfach nur noch Lacher. Wasser. Ja, schon wieder tot. So, das ist, was soll ich sagen? Benutzen. Benutzen. Benutzen, benutzen und sterben und dann war's das. Weil es geht gleich nicht mehr. Tja. Tja. Alter, geht's denn jetzt hier mal? Ja, super, genau. Alter Walter, wir hätten vielleicht wirklich mal das ganze Teil über irgendwie gefühlt nur... die ganzen Teile mit kaputt schlagen sollen, in der Hoffnung, dass wir ganz viel... ja. In der Hoffnung, dass wir ganz viel Alttränke mitkriegen oder so. Also das jetzt gerade, das wird immer heftiger. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier jetzt noch weitergeht. Oder besser gesagt, wie lange wir hier noch rumlaufen. Oder wie weit wir überhaupt noch müssen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass wir eigentlich schon längst mal irgendwann hätten durch sein müssen. Wir befinden uns jetzt... ja, es sind jetzt schon 2,5 Stunden, wenn ich ehrlich bin. Also die ersten 2 Teile waren ja auch schon gut eine Stunde oder so. Der 2. Teil ging, glaube ich, auch gut eine Stunde. Ja, und der 3. Teil wird jetzt auch nicht wirklich viel weniger gehen, oder? Schon alleine mit den scheiß Toten jetzt hier. So, wir hätten jetzt die Möglichkeit, ich weiß nicht. Oh, nein, 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 oh. So. Da drüben ist anscheinend irgendwas. Ja, schon wieder nur Zaubersprüche und so ein Mist. Ich bin doch kein Magier. Du heilige Scheiße. Wir kommen doch hier niemals durch. Es ist... oh Gott. Nee. So.
Oh, ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ach so, der. Ja, das ist schön. Die können hier anscheinend durchlaufen ohne irgendwelche Einschränkungen. Ach ja, super, genau. Ja, hervorragend. Das läuft auch wieder super. Ganz ehrlich, was soll ich euch sagen, ne? Geht hier definitiv nicht ohne Heiltränke durch. Das und ich hatte ja schon Heiltränke bei und überhaupt und so. Es waren aber anscheinend zu wenige. So, wir haben jetzt 7. So. Ja, ich hoffe, das reicht oder hilft so ein bisschen. Oh ja. Das war natürlich wieder dumm. Alter, was ist das hier? Ich baue keine Mana mehr auf. Ich baue das nicht mehr auf. So, auf jeden Fall werden wir nachher echt jetzt. Das andere Problem ist, ich kriege ja hier noch nicht mal mehr komplett hochgeheilt. Weil ich irgendwie gefühlt komm her, du Penner. So. Ist zwar nicht das, was ich wollte, aber besser wie gar nichts. So schnell hier auf. Ja, hervorragend, das ist doch wieder. Oh, ey, echt, ich hasse es. Ernsthaft.
Ja. Das ist... Das ist mir jetzt kackegal hier. Mach das Ding auf, wir nehmen das jetzt mit. So, wäre auf jeden Fall schön. Genau, dann kommt noch natürlich einer von da jetzt. Heil doch jetzt einfach um, Mensch. Tja. Hervorragend. Ist das jetzt bitte die letzte Tür? Ich mag nicht mehr. Ich sehe es schon kommen, da kommt gleich wieder so ein Save-Punkt und... Was? Aua! Nein! Alter, das ist echt... Es wird langsam lustig. Albern? Ich weiß noch nicht, was es wird. So, das ist mir jetzt egal. Wir machen alle Teile hier kaputt. Ich will jetzt gucken. Irgendwie. Wir brauchen Heiltränke oder sowas. Also ich meine, man muss den Entwicklern ja lassen, ne? Die haben sich ja hier echt wirklich Mühe gegeben und so. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber das hier gefühlt irgendwie bei den ganzen Massen keine Heiltränke, nichts zur Verfügung stehen, das finde ich schon abartig, ey. Das ist so... Oh. So, warte mal, ich könnte aber mal kurz gucken. Fackel, Dietrich, da Bandagen. Ich könnte, ja, Stofffetzen und... Obwohl, warte mal. Schnell zurück. Wir könnten zumindest Verbände herstellen. Kein Slot im Rucksack frei. Lass mich gucken, das kann man ganz schnell ändern. Ganz ehrlich, löschen, weg damit. Ist mir jetzt egal. So, Handwerk. Bandagen. Ganz viele Bandagen. Kann ich eigentlich unterwegs auch... Ja, Holzpfeile könnte ich bauen. Das will ich nicht bauen, das auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Das Bandagen, ja, Garn könnte ich machen. Lagerfeuer, Spitzhacke, Dietrich. Ja, nee, will ich ja alles eigentlich gar nicht. Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt Dietrich... Nee. Bandagen, so. Dann jetzt hier, hopp. Oh. Das war jetzt blöd. Also ich wäre sehr zu Dank verpflichtet, wenn das denn jetzt endlich mal Feierabend werden würde. Oh Gott, ey. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass da eine große 1 steht. Ich sehe es schon kommen, es kommt gleich irgendwie so ein Riesenvieh und will gegen uns kämpfen. Watch that.
Ob. So, hä? Eieiei, super. Als wenn ich es geahnt hätte, nicht wahr? Schön. Oh Gott. Ach du Kacke. Ja, der ist schnucklig. Scheiße, ey, was war das denn jetzt? Gut, ich glaube. Ja. Keine Ahnung, ob der noch ein bisschen zu low für uns war. Ach Quatsch, ich meine, ob wir zu low für ihn waren. Das so rum, nicht eher für uns. Aber ganz ehrlich, hier nochmal komplett raus, um. Möchte ich eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, so wie es aussieht, müssen wir ihn töten. Irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht wie. Weil der kloppt uns ja. Was ist das? Scheiße. Super, das ist natürlich super geil, dass er jetzt auch noch Hilfe kriegt hier. So tausende Viecher. Wow, das ist doch kacke. Das ist echt kacke hier. Das hasse ich. Aber vielleicht. Wow, fuck, 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 fuck. Nein! Och, was ist denn das für ein Scheiß, ey? Oh. Das ist doch jetzt echt Scheiße. So, okay. Das hätte funktioniert, eventuell vielleicht bald, wenn wir gemacht hätten. Ich weiß nicht was, aber. So, ich würde fast behaupten, wir hatten ihn fast tot. Halt, falsche Richtung. Ich bin der Meinung, wir hatten ihn fast. Ist nur schade, dass das dann so endet, immer so, so scheiße, so. Ah. Also er ruft ja auch schon mal ab und an seine komischen Kumpadres da vorbei, ne? Das ist. Ich glaube auch nicht, dass wir. Scheißdreck, Mensch!
Nein, mach nicht sowas. Das ist Kacke. Ach, das ist ja... Jetzt haben wir verloren. Ja, also heilen mit... Heilen mit Verbänden ist in der Situation scheiße. Ist auf gar keinen Fall. So. Dann. Jetzt schon mal heilen. Also sobald wir da raus sind mit Verbänden. Oder sobald wir rausgehen, um Verbände anzulegen oder so, sind wir tot. So, warte, das. Das. Und dann können wir gleich nochmal gucken. Ich weiß nun, ich hatte irgendwie... Nee, das ist blödsinnig, glaube ich. Das hier können wir benutzen. Hä? Und der Boot? Ah, macht. Okay, macht ist immer gut. Oh, warte mal, wir haben hier noch zwei so Dinger. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir Pech gehabt. So. So, wir müssen gucken. Ich weiß gar nicht, wann ich die zwei bekommen habe, aber das ist eigentlich auch egal. So, hinüber. Ah. Nein! Nein, 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 mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot. Oh. Boah. Geil, ich hab ihn besiegt. Ich hab ihn besiegt. Was? Cobra Khan Zauberstab, okay. Oh Gott, schnell Heilung, bevor der hier wieder irgendwas macht. Oh. So, erloschener Zyklonenkopf, das Ding, was ist das? Riesenknochenmaterial, scheiße. Ich glaube, wir schmeißen tatsächlich das hier weg, oder? Löschen. Nehmen. B. Löschen. Ja. Wow. Also gut, was lange währt, wird endlich gut. Ne? Man muss halt nur oft genug versuchen oder sich wirklich ein paar von diesen Fässern bis zum Schluss aufheben. Ich glaube, die haben am Anfang jetzt auch ein bisschen mitgeholfen, dass wir überlebt haben, wenn ich ehrlich bin. Aber mir fällt gerade ein, warte mal, erstmal hier reingehen, bevor nachher wieder irgendwas zugeht und wir draußen stehen. Löschen. Einfach löschen. So. So, lass mal gucken, haben wir jetzt... Das ist ja immer noch nicht die Presse, sag mal.
Bin ich denn jetzt Banane oder was ist das jetzt? 15 Kraft, 17, das ist 18 Kraft, keine Ahnung, was kommt. Zerlegen. So, was ist das eigentlich? Das ist Obra-Kern, Zauberstab, Waffe für mittlere Entfernung. 26 episch, ist das sowas hier? Könnte, ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ach so, okay. Wir sind fertig. Ich hab's kapiert. So. Also wir haben, ja, ich sag mal gut 3 Stunden jetzt gebraucht. Ernsthaft? Alle der Erloschenen. Ja, ich würde auch gerne wieder... Wow. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne auch einfach nur hier raus. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Ich hoffe es. Aber ich glaube schon, oder? Also gut, wir haben gut, ich würde jetzt mal sagen, 3 Stunden hier drin verbracht. Jede Folge etwa ungefähr 1 Stunde. Ja, kommt hin. Das ist der Hammer. Und, oh, draußen ist stockdunkel. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich jetzt auch nur noch mit dem Charakter hier nach Hause erstmal. Nächstes Mal machen wir dann die Obeliskenforschung und die 2 Sachen hier vielleicht noch. Dann haben wir hier die linke Seite zumindest schon mal frei. So, schnell Reise, schnell weg hier. Auf Nimmerwiedersehen. Ich hoffe, wir müssen nie wieder hier hin. Oh Gott, ey. Und wir müssen auf jeden Fall ganz, 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 ganz viele warte mal. Plasma Presse. Hammer, Hammer. Ich brauche Kupferbarren, Kohle, 10 Kupferbarren, Holzscheite, Holzscheite, Stein. Oh. Warum pingen wir nicht einfach an so? 5 Kupferbarren. Ich weiß gar nicht, warum man die denn Kohle braucht. Man auch 10 Stück, glaube ich, oder so, ne? Stapel teilen. Bestätigen. So, 10. Ja, Kupferbarren 5. Bestätigen. 5. 4 Steine und 4 Holzscheite. Holzscheite, Stapel teilen, da braucht man nur hiervon. So. Und wir brauchen 4 Steine. Ah, Quatsch. Oh Gott, ey. Gut, wie gesagt, 4 Steine müssten wir gleich noch. Ja, obwohl, da guck mal da. Stapel teilen. 4 Stück bestätigen. So. Ich hoffe, der Scheiß hat sich auch gelohnt. Nein.
Ja, komm her, mach mir jetzt hier den, die Plasmapresse, was auch immer wir damit machen können. Ich sehe dich auch in meinen Dreams. In meinen Albdreams. So. Dann. I see you in meinen Albdreams. So. Ah, frische Luft fühlt sich wett. Nee, das ist aber. Was muss ich denn hier machen? Ektoplasma. Gut, aus dem Gedönse. Doch, Fetzen und Kohle kann ich das machen. Okay. Keine Ahnung, wofür ich das brauche bis jetzt, aber wir haben es jetzt erstmal. Did you crawl out herstellen. Ektoplasmasuppen. Oder Suppe. Belebt minus 50 Lebenspunkte. Plus 10 Schaden gegen die Erloschenen. Plus 8. Ach du Kacke. Ja, nee, ist klar. Ich mache Minus, damit ich Plus machen kann oder so. Zauber, die hier sind gut. Die brauchen wir. Vielleicht. Pfeile haben wir. Smartpresse haben wir. Aha. Ich. Und jetzt können wir sogar Lichtquellen hier von denen herstellen. Das ist geil. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht. ich würde tatsächlich sagen, Riesenknochen. Okay. Nomaden anhöhen, Knochenschlüssel herstellen. So, Hammer. Eingebettet unter dem den Nomaden anhöhen. Oh, mein flammenberührter Freund, die Erloschenen flüstern deinen Namen im Dunkeln der Nacht. Marmorsäulen verbergen ihren Schrecken, reisen zu den Nomadenhöhlen, Anhöhen, und verbreite ihre Angst wie ein Lauffeuer. Diese Aufgabe wird mühsam sein, mach dich bereit. Alle Attribute, was? Ich hab gerade echt keine Ahnung mehr, wenn ich ehrlich bin. Haben wir noch das Geld? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben hier. Optamama-Block. Okay. Super duper, denn machen wir jetzt noch einen Schlüssel. Es ist ulkig, dass wir ganz viele Schlüssel immer haben. Davon haben wir übrigens 16. Die Idee. Die Bomben mag ich nicht so. Also die Bomben. Das Zeug hier mag ich. Aber warte, wir müssen jetzt gucken. Ich muss Bände herstellen. Ganz. Ja, wir brauchen für die Bandagen. Stofffetzen. Garn. Nee. Davon. Ja, der nächste, der irgendwie der was dran hat. Natürlich brauchen wir gleich ein Zeug. Ich will ja jetzt nicht sein, dass ich hier nur
warte. Dann. Lass. Hör das Schreien auf. So. Fall mit. Did you break something? Was herstellen? Was? Was? Das Ding. Das ist. Denn das ist. Strike while the iron's hot. Wo sind mal besser? Wo ist er hin? Da. Da hin, so. Was ich haben der. Der ist. Erinnern. Ich glaube, ich lasse jetzt mal den hier. Ich nehme das mal. Heißt, ich mache jetzt einfach mal Feierabend hier. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Dann wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da an. Folge ist auch erstmal ein Ciao. Der Falli.